Den vierten Satz hat er gewonnen nach dieser hohen 7-1 Führung. Aber jetzt steht er kurz vor dem Aus. Vier Matchbälle gegen sich hat Jevgeni Beli. Und damit dürfte Philipp Florenz im Halbfinale sein. Das war's. Man darf gespannt sein, ob nach diesem vorübergehenden Tief, von wann er das Spiel noch einmal spannend wird. Jetzt hat er mal zwei gute Stops eingestellt, der Michel. Dann aber das Pech des Netzrollers. Es ist klar. Es sieht ein bisschen nach Konditionsschwierigkeiten aus beim Verteidiger. Jetzt fängt Michael Ziegler an, es Görlach leicht zu machen. Und plötzlich ist der zurück im Spiel. Es sieht nach einem 3:3 aus. Und dann wird es schwer, finde ich, Herr Ziegler. Und dann ist es wieder der Kopf. Und sagen muss, eigentlich hattest du dieses Spiel schon mit 4:2 gewonnen. Wieso spielst du hier überhaupt noch einen siebten Satz?
6:2 Führung im Entscheidungssatz, dann wieder zwei eigentlich leichte Fehler. Taktisch spielt er nicht wirklich besser als die Sätze vorher. Dafür kommen seine Angriffsspiele eine Idee sicherer. Was möglicherweise eben daran liegt, dass wenn er gerne nicht mehr so spritzig ist, dann auch nicht so gut zum Ball steht. Und dann natürlich auch nicht die Schnittvariationen spielen kann, die ihn bisher so gefährlich gemacht haben. Michael Ziegler, er ist im Halbfinale. Michael Ziegler zieht mit einem 4:3 gegen Werner Görlach ins Halbfinale ein. Ich rufe auf die Halbfinale im Damen-Doppel. Auf Tisch 4 stehen sich gegenüber Nicole Funsch und Sandra Hemmrich gegen Christina Feinbaum und Katharina Schneider. Schiedsrichter ist Nico Kaiser. Ihm assistiert Kerstin Lindner. Auf Tisch 4 Funsch-Hemmrich gegen Feierabend-Schneider. Schreiben Martina Erhardsberger und Anna Bakschanauer gegen Julia Drummer und Ann-Christine Seidens. Schiedsrichter sind Stefan Lehmhardner und seine Assistentin Daniela Losleben. Auf Tisch 8 Erhardsberger, Bakschanauer gegen Drummer, Seidens. Halbfinale Damen Doppel. Damen Doppel Halbfinalspiele. Katharina Schneider an der Seite von Christina Feierabend. Gegen die aufschlagende Nicole Funsch, Sandra Hemmrich. Und das zweite Halbfinale. Julia Drummer aus Neunkirchen. Seidens. Wolframs Eschenbach gegen Martina Erhardsberger. Schwabhausen und Anna Baglanova, ebenfalls Wolframs Eschenbach.
Ida Ziegler gegen Degen Plattner. Und auf Tisch 5 auf dem Centerboard treffen aufeinander Nico Christ und Philipp Floritz gegen Jürgen Hegenbart und Rainer Schreiter. Die Begegnung steht unter der Leitung von Harald Krattoffel, ihm assistiert Heinz Felten. Auf Tisch 5 Christ Floritz gegen Hegenbart Schreiter. Herren Doppel-Halbfinale. Schiedsrichter Harald Krattoffel. Halbfinale im Herrendoppel, Jürgen Hegenbart, Rainer Schreiter. Nico Christ. Philipp Floritz. Manfred Friedrich. Michael Plattner. Michael Ziegler. Michael Müller. Der Ball springt, Nico Christ auf die Schlägerkante, 11-7.
erste Satz ist weg. Es sieht gut aus für die Paarung Michael Ziegler, Michael Wiemer. 2:0 Führung, allerdings im dritten Satz liegen sie hinten, 4:7. Und Manfred Dieken schlägt auf. Und da wird es dann gleich 2:1 stehen. Moritz Christ haben sich hier mühsam in das Spiel gekämpft. Der erste Satz ging verloren, den zweiten haben sie gewonnen. Im dritten Satz lagen sie lange hinten. Dann kam eine Serie von etwas schwächeren Bällen der Gegner. Und jetzt führen sie 10:6. Die Chance also doch mit 2:1. In Führung zu gehen und einen riesen Kopfball nach einem tollen Ballwechsel von Nico Christ bringt das 2:1. Tja, die schöne Führung ist dahin. 2:0 in Sätzen geführt. Jetzt steht es nur noch 2:1 und man hat 2 Satzbälle gegen sich zum 2:2. Vielleicht geht noch was. Guter Return mit viel Glück natürlich, dass der die Netzkante berührt. 10:9. Wieder alles offen in diesem Satz. 10:10. Den hat er nicht voll getroffen, Manfred Dieken. Den kann er besser. Und plötzlich ist er da. Der Matchball für Ziegler Wiemer. Ja,
2 Netzwelle in der Endphase und leichte Unsicherheiten bei manchen Degen in den letzten Ballwechseln und schon kippt das Spiel, kippt der Satz zumindest. Und anstelle des 2:2 Ausgleichs das Ausscheiden mit 1:3. Das sind nicht die bayerischen Meisterschaften des Michael Blattner. Ausgeschieden in allen 3 Wettbewerben. Und damit stehen die Finalisten in Doppelkonkurrenzen fest. Im Damen-Doppel werden das sein Martina Erhardsberger und Anna Bakanova sowie Christina Feierabend und Katharina Steiner. Im Herren-Doppel stehen sich dann gegenüber Nico Christ und Philipp Lorenz nach dem gerade gesehenen Sieg gegen Jürgen Wegmann und Rainer Steiger sowie auch im Finale Michael Bieger und Michael Zieger. Ich rufe auf zu den Halbfinals im Damen-Einzel. An Tisch 5, Nicole Funsch gegen Katharina Schneider. Das Spiel wird geleitet von Nico Kaiser, ihm assistiert Ludwig Grenitz. Auf Tisch 5, Funsch gegen Schneider. Und auf Tisch 8, die Begegnung Sabine Winter gegen Martina Erhardsberger. Das Spiel wird geleitet von Kerstin Lindner. Und ihr assistiert Wolfgang Wetzstein auf Tisch 8, Winter gegen Erhardsberger, Halbfinale Damen-Einzel. Damen-Einzel-Halbfinalspiele. Die bayerische Vizemeisterin von 2008. Sie verlor damals im Endspiel in Kulmbach gegen Sabine Winter. Martina Erhardsberger. Und das ist die Sabine Winter, Jugendnationalspielerin, im letzten Jahr erstmals auch bayerische Damenmeisterin geworden. Das ist also quasi die Neuauflage des Endspiels von 2008. Diesmal in Abwesenheit von Svenja Weigert, die in Kulmbach im Halbfinale gegen Sabine Winter verloren hat. Bernd Arends von Tischtennis Total TV
dessen Videoclips von diesen bayerischen Meisterschaften demnächst auch auf der Seite mit dem gleichen Namen im Internet zu sehen sind. Und das nächste Halbfinale der Damen mit Katharina Schneider. Das ist die Hoffnung für den gastgebenden Verein Damen-Bundesliga FC Langweid. Die Mannschaft selbst spielt in dieser Saison gegen den Abstieg, aber sie hat gute Ergebnisse in der Damen-Bundesliga. Und hier vor heimischer Kulisse will sie es natürlich wissen. In ihrer Schüler- und Jugendzeit war sie sehr oft ganz oben auf dem Plätzchen bei bayerischen Meisterschaften. In dieser Satzpause rufe ich die Halbfinale im Herren-Einzel auf. Am Tisch 2 Michael Ziegler gegen Philipp Floritz. Schiedsrichter sind Günter Zahel und Wolfgang Ernst. Am Tisch 2 Ziegler gegen Floritz. Und an Tisch 4 kommt es zur Begegnung von Nico Christ gegen Jürgen Hegenbart. Das Spiel wird geleitet von Johann Fischer, ihm assistiert Heinz Fenten. An Tisch 4 das zweite Halbfinale, Herrn Einzel Christ Hegenbart. Also auch hier das Endspiel von Kulmbach 2008. Jetzt als Halbfinale neu aufgelegt, Nico Christ gegen Jürgen Hegenbart. Und nachzutragen wäre die vierte Halbfinalistin bei den Damen, Nicole Funsch. Seit 10, 15, 20 Jahren eine Größe im bayerischen Tischtennissport. Wollen sie nicht älter machen, als sie ist. Auf jeden Fall 1994. Glaube ich, mich zu erinnern.